Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. Zytochrom P450-Enzyme sind eine große Familie von Enzymen, die hauptsächlich in der Leber vorkommen und am Stoffwechsel von etwa 60% der Arzneimittel beteiligt sind, darunter Beta-Blocker und Antidepressiva. Unser Körper verfügt über viele verschiedene Arten von Zytochrom P450-Enzymen, auch CYP-Enzyme genannt. Aber welchen Einfluss haben sie auf die Anzahl der Nebenwirkungen, die bei Ihnen auftreten? Stellen Sie sich vor, unser Körper sei eine Fabrik, in der die CYP-Enzyme wie kleine Maschinen fungieren, die dabei helfen, verschiedene Substanzen, insbesondere Medikamente, zu verstoffwechseln und auszuscheiden. Sie wirken in unserer Leber und anderen Teilen des Körpers. Medikamente gelangen in unseren Körper und müssen nach ihrer Wirkung wieder ausgeschieden werden. CYP-Enzym zerlegen, Medikamente in weniger toxische Form, die der Körper leichter ausscheiden kann. Jeder Mensch verfügt über leicht unterschiedliche Versionen dieser Enzyme. Manche Leute haben superschnelle Maschinen, die Drogen sehr schnell entfernen. Es kann sein, dass ihnen eine regelmäßige Dosis eines Arzneimittels nicht ausreicht, weil ihr Körper es zu schnell ausscheidet. Während andere Leute sehr langsame Maschinen haben. Wenn sie über langsame CYP-Enzyme verfügen, ist eine normale Dosis möglicherweise zu stark für sie, da ihr Körper mehr Zeit benötigt, um sie auszuscheiden. Aufgrund der Ansammlung von Arzneimitteln im Körper kann es zu Arzneimitteltoxizität und Nebenwirkungen kommen. CYP-Enzyme sind nicht die einzigen Gene, die den Arzneimittelstoffwechsel beeinflussen. Bitte schauen Sie sich auch alle anderen Gene an, die Teil unseres pharmakogenetischen Tests sind. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.